Hey, dann kommt zurück zu einer neuen Folge Call of Duty und Modern Warfare 2 und ja, und in der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Soap, hack dich ein. Achso, boah. Okay, absollen. Ghost, wir sind bereit. Hast du Sichtkontakt? Bestätigt. Gebe Lichtsignal. Sehe es, Lieutenant. Was hast du? Zivilisten. Geiseln. Hassan gewinnt Zeit. Ihr beseitigt alle Gefahren. Bravo 3 sichert die Geiseln. Treffpunkt auf der Zieletage. Wechsle notfalls die Position. Zwei Akku unterhalb. Okay, jetzt werde ich mich umdrehen. Oh, scheiße, ich weiß gar nicht, wie die Stand. Boah, Alter. Okay, warte nochmal. Bravo 3 sichert die Geisel. Treffpunkt auf der Zieletage. Zwei Akku unterhalb. Okay, da sind jetzt welche. Sicher. Bravo 3, 5-5 gesichert. Verstanden. Etage 5-5. Gehe rein. So bist du für den Feind sicher. Ach so, ganz zu uns. Verstanden. Okay, dann weiter runter, oder? Bewegung. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum, einer auf dem Flur. Oh, das war eine Geisel. Ach, scheiße. Sicher. Okay, warte, dann dreh ich mich wieder um hier. So bist du für den Feind sichtbarer. Verstanden. Etage 5-5. Gehe rein. Vier Ziele voraus. Drei in dem Raum, einer auf dem Flur. Verstanden. Nein, boah. Er lebt noch. Alter, das gibt es doch nicht, Mann. Sterbe ich hier wieder, schon wieder 500 Mal. Okay, runter zur nächsten Etage hier. Dann töten wir den und... Ja, das war's jetzt, oder? Ja, ist auch noch einer. Ich will mal aufpassen, dass ich keine Geisel, also dass ich keine Geisel töte. Auf der nächsten Etage, drei in Bewegung, zwei stationär. Alter. Sichere den Bereich, bevor du vorrückst. Und tot. Alter, das gibt es doch nicht, Mann. Warte, okay, jetzt haben wir hier einen Checkpoint. Hier runter. Auf der nächsten Etage, drei in Bewegung, zwei stationär. So, jetzt haben wir die. Alter, kommen noch welche. Scheiße, runter, runter, runter. Oder einfach hier rüber. Alter, wie kann man hier so oft sterben, Mann? Das gibt's doch nicht. Kann nicht so schwer sein, hier ein paar Gegner zu töten. Warte mal, das ist wieder deine Links von mir. Muss ich ja nachladen hier, das gibt's doch nicht. Okay, jetzt hab ich mir eine andere Waffe hier rausgeholt. So, waren das jetzt alle? 07, verstanden. Sind unterwegs. Price, alle Geiseln sicher. Verstanden. Auf der Server-Etage sammeln. Ah, okay, da müssen wir rüber. Ladung platziert. Weg da! Okay, dann kommen wir da rein. Watcher 1 sind auf der Zieletage. Status? Was zur Hölle war das? John, die Rakete ist aktiv auf Stufe 1. Und noch was, die Steuerung ist nicht im Container. Das heißt, Hassan hat sie. Wir rücken in den Zielbereich vor. Ende. Wir brauchen diese Steuerung. Hoffen wir, dass Hassan hier ist. Ach, scheiße. Okay, da haben wir zwei. Ah, hinter mir. Sicher. Solle. Keine Spur von Hassan.
Warum nutzt Hassan den Serverraum? Ist der sicherste Ort im Gebäude. Vorwärts. Boah. Ein umgelegt. Boah, scheiße. Der mit der Shotgun da. Ist der sicherste Ort im Gebäude. Vorwärts. Und dann den direkt wieder. Boah, Alter. Da ist einer, oder? Und jetzt der wieder mit der Shotgun da. Boah, Alter, das ist wieder knapp hier. Nein, das ist gepanzert. Boah. Und schon wieder, das gibt's doch nicht, Mann. Wie viele rennen da herum? Ist der sicherste Ort. Okay, jetzt langsam. Vorwärts. So, wir den mal. Ist der tot? Dann haben wir den. Dann ist der tot. Boah, das ist alle. Sicher. Sicher. Passt. Kein Hassan. An alle Einheiten. Ziel negativ. Weiter zum Kontrollraum. Warte mal, dann nehme ich die mit. Der Kontrollraum ist nicht weit. Bewegung. Doch nicht, Mann. Alter, verpiss dich nur. Nachladen. Ja, dieser scheiß Rauch hier, Mann. Und dann mit dem Schild. Da sind noch welche, oder? Das war doch klar. Okay, ist sicher ausgegangen. Munition. Der nächste. Okay, so war es aber, glaube ich. Zum Kontrollraum. Sammeln. Verfluchte Scheiße. Er ist weg. Sichtkontakt zum Kontrollraum. An alle Einheiten, kein Hassan. Kontrollraum war Fehlanzeige. Ghost, hast du was? Bestätigt, möglicher Sichtkontakt 46. Etage. Verstanden, wir sind unterwegs. Zurück, Sergeant. Hab dich ein. Okay, Absagen wieder. Der Einstiegspunkt ist 4 Ebenen tiefer. Bravo-Einheiten. 5 steigt auf der 40. Etage ein. Verstanden. Drängen ihn zu euch. Ziehen wir die Schlinge zu. So, sobald wir die Steuerung haben, musst du die Rakete entschärfen. Verstanden. Oh, Scheiße. Das ist mein erstes Mal. Warte, mit der Revue überblieben was?
Warte mal. Ist da nicht irgendwie rein oder so? Ich kann dich nicht decken, Sergeant. Komm hier rein. Ach so, ah. Na komm schon oben. Komm hier rein. Fuck man, jetzt hat der mich wieder. Okay, warte, ich geh mal da rüber. Und tot. Alter. Wieder da mal rüber. Das war's für ihn. An alle Bravo-Einheiten. Achtung, Hassan bewegt sich auf der Treppe nach unten. Gas, er kommt auf euch zu. Verstanden. Er ist tot. Und da runter. Oh, da sind wir jetzt hier. Jetzt haben wir den auch. Also mal hinten ist wieder einer raufgegangen. Das war's für ihn. Sicher! Los zur Treppe! Gerd, Lagerbericht. 07, Zielsitz in der Falle, 46. Etage. Verstanden, wir kommen zu euch! Zu mir, Sergeant. Stoßen wir zur Treppe vor. Okay, dann runter oder was? Die Treppe runter. Bewegung! Watcher, was ist das Ziel? Unbekannt, wir arbeiten dran. Verstanden. Wir holen uns das an. Hier lang, Sergeant. Okay. Yes. Ende des Ganges. Hassan ist hinter diesen Türen. Festgesetzt. Folgt mir. Okay, warte, ich nehme mal die mit. Hassan ist hinter diesen Türen. Ich schieb eine Kamera da rein. So, identifiziere Hassan. Wir brauchen die Steuerung. Ich krieg sie. Boah, Alter.
faul im Wasser! Okay. Alles gut. Los, du schaffst das. Soap, los jetzt. Watcher, Hassan hat die Steuerung. Wir sind an ihm dran. Verstanden. Achtung, die Rakete ist unterwegs nach DC. Uns bleibt nicht viel Zeit, sie umzuleiten. Hassan ist in der letzten Kabine. Hassan ist in der nächsten. Alter Scheiße. Die Kabine wird nicht halten. Spring runter. Bewegung, Sergeant! Du bist tot! Boah, Scheiße! Soap, wie ist dein Status? Bauetage. Steuerung gesichert. Hier aber Waffe verloren. Die Wehrlosen aus der Ferne. Verstanden! Bleib aus der Sicht! Verbinde mit Watcher 1! Soap, die Rakete wurde gestartet. Du musst sie ferngesteuert zünden. Das habe ich noch nie gemacht. Scheiße. Das Ziel ist DC. Scheiße. Okay, warte mal, Minus 77. Das Pentagon. Er hat's auf Shepard abgesehen. Nein, Shepard ist weg. Ja, naja, 30.000 Menschen sind es nicht. Beende es. Sergeant, aktiviere zuerst den Diagnosemodus. Drück Clear und Mode gleichzeitig. Clear und Mode, das ist F und C. Es ist Clear und Mode gleichzeitig. Ich bin dran. Als nächstes kommt die Überbrückung. Du solltest 4 Datenspalten sehen. Ich muss wissen, was in Zeile 2, Spalte 3 steht. In Zeile 2, Spalte 3? Zeile 2, Spalte 3. Prozentzeichen. Echo, Sierra, Papa. Das hat geklappt. Jetzt drück links und clear zum Überbrücken. Okay, links und clear. Links und clear, Sergeant. Jetzt komm schon, verflucht. Oder warte mal, was? Links? Ach so. Links und clear zum Überbrücken. Es ist fast geschafft. Überbrückung an. Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Ich hab euch gesagt, eure Nation wird brennen. Na los. Letzter Schritt. Drück link, sobald das grüne Licht an der 4. Position ist. Ach so, warte mal, ich muss wieder oben machen. Also link, wenn es an der 4. Position ist. Er ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird es bestätigen. Danke. Ja. Nein, verpiss dich, Mann. Wo ist Hassan? Nicht allein. Ich habe keine Waffe. Sind Al-Katala-Wachen bei ihm. Ich töte jeden Einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. Ende. Hochheilige, verfluchte Scheiße. Gut gemacht, Johnny. Nun zum schweren Teil. Das war der schwere Teil, Lieutenant. Du meinst, bleib am Leben. Schalte die Waffen aus. Töte Hassan. Wir sind eure ich brauch bloß eine Waffe. Bau dir eine. Wie in alten Zeiten, was, Lieutenant? Als wär's gestern gewesen. Es war gestern. Okay, boah, Scheiße. Alter, wie soll ich das irgendwas finden? Warte mal, da haben wir irgendwas. Glas. Hab Glas gefunden. So, Klebeband und du hast deine Klinge. Du kannst okay, Klebeband noch. Aber das wird dich verraten. Warte, ist da irgendwas drin? Bitte Klebeband oder so. Scheiße. Vorsicht, Johnny, das macht Krach. Das amerikanische Experiment ist gescheitert. Dämliches Glas. Da ist eine Mikrowelle. Such nach Metall. Das erzeugt Funken und lenkt einen ab. Wo? Vielleicht findest du was in den Mülleimern. Hab etwas Wachs gefunden. Taugt für Rauchfallen, wenn du dich erinnerst. Nein! Oh, fuck, Mann! Glasmesser? Ich habe eine Glasklinge gebaut. Aufgestoßen. Scheiße. So, mit der Waffe. Alter, drei Kugeln, was soll ich mit drei Kugeln anfangen, Mann? Verdammter Mist.
Alter, ich mach mich doch verarschen, Mann. Eine Glasscherbe. Klebeband und Glas. Hab eine Klinge gebaut. Hey, drei Kugeln, Mann. Mit etwas Metall da drin kann ich jemand betäuben. Fertigen. Dich hinab. Alter. Kein Angriff, sondern eine Invasion. Okay, mit der Sniper. Perfekter Schuss, Lieutenant. Du sagst es, Sergeant. An alle Einheiten. Hassan ist tot. Feind ausgeschaltet. In Downtown Chicago gab es eine Explosion, die offenbar durch eine Stromspitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, sodass nur Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere Meldungen. CIA-Scheiße. Kreatives Schreiben. Ich verrat's nicht. Baku, Iran. Kartelle, Russen. Shepard. Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich habe mir die Russen näher angeschaut. Ist eine schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Wer ist das? Makarov. Gut, Leute, das war Call of Duty Modern Warfare 2. Also es war eine extrem geile Kampagne. Auf jeden Fall bis jetzt eine der, also war für mich auf jeden Fall eine der besten, die ich bis jetzt gespielt habe. Hat mir extrem gut gefallen. Ich muss eigentlich nicht viel dazu sagen. Es war einfach richtig geil. Es macht jedes Jahr wieder Spaß, die Kampagne zu spielen. Und ja, also wir haben jetzt vor ein paar Monaten oder so halt Modern Warfare Remastered durchgespielt. Ich will auf jeden Fall noch die beiden Modern Warfare 2 Remastered. Und also vom alten Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 Remastered und Modern Warfare 3 will ich noch spielen, auf jeden Fall. Ich weiß auch noch nicht wann. Und
Ja, Black Ops 1 haben wir auch schon mal gespielt. 2020 war das, glaube ich. Also Black Ops 1 war auch richtig geil. Und ja, Black Ops 2 und 3 bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht auch irgendwann mal. Und ja, also ein paar Teile würde ich schon noch gerne spielen. Ich muss mal schauen, wann das halt, also wann ich es mache. Und ja, also wie gesagt, es war eine richtig geile Kampagne, die hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich weiß nicht, es war einfach jede Mission richtig geil, aber auch diese, das war glaube ich noch mehr am Anfang, die ein, zwei Missionen da mit der Luftunterstützung. Rind, Huhn oder Fisch, Gentlemen? Salat, bitte. Da ist gerade noch was gekommen. Okay. Also ja, was ich sagen wollte, halt mit diese ein, zwei Missionen da am Anfang, das waren glaube ich zwei Missionen mit der Luftunterstützung da. Sogar die, obwohl ich solche Missionen eigentlich nicht so geil finde, die haben auch beide trotzdem richtig gut gefallen. Und also ich glaube zumindest zwei Missionen waren, aber ich glaube schon. Also hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen und ja, die ganzen anderen Missionen waren auch alle richtig geil. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen und ja. Warte, ich könnte mal schauen, ob da vielleicht nochmal was kommt, aber ich denke ja nicht. Warte mal, überspringen. Okay, das war's. Ja, also mehr habe ich nicht zu sagen, war eine geile Kampagne wieder mal. Und ja, gut Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem Let's Play. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.